Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Strickvlog. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Wie ihr seht, ein völlig neues Setting. Ich sitze hier auf meiner Couch in der neuen Wohnung in Berchtesgaden und freue mich unfassbar, dass wir jetzt hier angekommen sind. Es gab jetzt eine Woche Pause oder so, also ein bisschen mehr als eine Woche. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss sagen, ihr habt mit so viel Verständnis darauf reagiert, dass ich mich bei euch nur herzlich bedanken kann. Danke, danke, danke dafür. Diese Pause war auf jeden Fall notwendig, weil wir das sonst alles nicht hier koordiniert gekriegt hätten. Und vor allem hätte auch die Videoqualität darunter gelitten, weil ich habe einfach eigentlich nichts anderes gemacht, außer Kartons zu packen, Kartons auszuräumen, Botengänge zu machen, Papierkram zu erledigen. Also es war wirklich Chaos. Absolutes Chaos, aber das hat sich jetzt so ein bisschen gelichtet und ich habe heute den zweiten Tag, wo ich so ein bisschen runterkommen kann, chillen kann und seit gestern stricke ich wieder. Es ist so toll und genau, so viel dazu. Dann muss ich mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure Kommentare unter dem letzten Video bedanken. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet, wie sehr mich eure Kommentare berührt haben. Ich hätte im Leben nicht mit so einem Feedback gerechnet und deswegen danke, 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 danke. Ihr wisst wirklich nicht, wie sehr ihr mir damit geholfen habt, was das in mir ausgelöst hat. Ich komme auf jeden Fall deutlich besser jetzt damit zurecht und schlafe auch mittlerweile besser und deswegen danke. Danke, danke. Ich kann es nicht häufig genug wiederholen, was für eine tolle Community sich hier gebildet hat. Und ich finde, das hat das nochmal sehr gut reflektiert. Und deswegen danke ich euch. Ich werde auf jeden Fall nochmal auf alles antworten. Da bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Aber ich wollte hier im großen Rahmen schon mal Danke sagen. Ihr seid klasse. Ihr seid wirklich, wirklich klasse. Und ich sehe das auch überhaupt nicht als selbstverständlich an. Es ist wirklich eine revolutionäre Sache, was ihr geleistet habt, was ihr mir da drunter geschrieben habt. Also ja. Ich kann einfach nur Danke sagen an jeden Einzelnen von euch. Ja, so viel dazu. Genau, wir sind letzten Samstag umgezogen, also vor genau einer Woche. Es lief alles ziemlich gut. Die zwei Tage davor, die ich schon frei hatte, haben wir noch den ganzen Rest gepackt. Und glaubt mir, dieser ganze Krimskrams, das dauert am längsten, um das zusammenzupacken. Deswegen waren wir da schon zwei Tage ordentlich am Hasseln. Am Samstag haben wir dann mit dem Umzugsunternehmen alles gemacht. Wir haben aber selbst auch viel angepackt. Und ja, die mussten natürlich auch die ganze Strecke hier runterfahren. Wir mussten die ganze Strecke hier runterfahren. Der Van war auch voll. Also es war wirklich viel. Es war wirklich, wirklich viel. Aber es hat alles super geklappt. Die Jungs vom Umzugsunternehmen waren mega fleißig. Also kein Thema. Genau, dann haben wir schon so ein bisschen angefangen, hier rumzurödeln, Klamotten auszupacken, damit wir überhaupt was Frisches anzuziehen haben. Und am Montag habe ich dann angefangen, uns umzumelden, Ärztekammer umzumelden, Autos anzumelden. Dann musste man hier ein Jahresparkticket kaufen. Also all sowas. Also ich bin die ganze Zeit hin und her gefahren. Ich habe nichts anderes gemacht. Genau, deswegen so viel dazu. Am Donnerstag haben wir dann beide unsere neuen Jobs angefangen. Auch das lief völlig unproblematisch und gut. Also wir sind wirklich zufrieden. Und ich muss sagen, egal, was sonst so in der Welt gesagt wird, die Bayern sind so nett. Die sind so, so nett. Wir wurden hier so unfassbar nett aufgenommen. Also ich bin wirklich total geflasht. Das habe ich so vorher noch nicht erlebt im Ruhrgebiet. Also wirklich total herzlich, lieb und ich fühle mich hier pudelwohl. Es war auf jeden Fall der richtige Ort und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. So, ich habe ein Arbeitszimmer. Das wird mein Yoga-Wollzimmer, wie auch in der letzten Wohnung. Und das Einzige, was ich bisher dort gemacht habe, war die Schränke umzustellen. Ich habe ja auch eine neue Vitrine für meine Wolle. Und ich habe die Bücher eingeordnet. Ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Das möchte ich heute mit euch machen. Einmal schön Wolle einsortieren und gucken, wie und was und wo ich mache. Dann werden wir auf jeden Fall heute nochmal einen dicken Spaziergang machen. Dann nehme ich euch mit. Denn mein Verlobter hat Frühdienst und ja, das Wetter soll, glaube ich, gar nicht mal so schlecht werden. Dann werde ich gleich zuallererst hier mein Hexagon häkeln. Da habe ich hier schon einige fertig. Die werde ich noch zusammen häkeln müssen. Ich habe mir die Anleitung dazu angeguckt und ich steige da noch nicht komplett durch. Coolerweise haben die auf ihrer Website nochmal so eine Fotoanleitung gemacht. Da muss ich mich noch näher mit beschäftigen, hatte ich aber jetzt noch keinen Nerv zu. Aber ich habe auf jeden Fall gut aufgeholt. Als wir jetzt umgezogen sind, hatte ich 2-3 Tage Verzug oder so.
aber jetzt ist alles auf dem aktuellsten Stand. Ich habe meine Wolle jetzt erstmal hier reingepackt. Damit bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden, weil wenn ich es rausziehe, ist die Banderole auch direkt ab. Also vielleicht muss ich mir nochmal ein ganz anderes Körbchen holen. Das weiß ich noch nicht. Genau, so viel dazu. Dann habe ich hier seit gestern fleißig an meinem Sophie-Shawl weiter gestrickt. Und ihr seht, ich bin hier schon in Endzügen. Natürlich dauert das hier noch so ein bisschen, aber es lichtet sich auf jeden Fall. Den möchte ich so gut es geht fertig kriegen, weil er natürlich puschelig warm ist und genau das Richtige ist für diese Jahreszeit. Es ist hier so semi-kalt, also die ersten Tage war es wirklich noch morgens gefroren. Jetzt ist es eher ein bisschen wärmer, also das schwankt hier auf jeden Fall, so von den Temperaturen her. So viel dazu. Und ansonsten an den anderen Whips habe ich gar nicht weitergearbeitet. Aber das wird sich jetzt so nach und nach ergeben. Und ich würde mal sagen, ich häkle jetzt erstmal mein Hexagon. Dann habe ich hier mein Frühstück, das ich noch essen möchte. Und genau, fangen wir jetzt einfach mal den Tag an. Ich hätte fast vergessen zu erwähnen, dass ich ja auch noch beim Friseur war. Es musste eine Veränderung her. Und ich dachte mir, wenn dann radikal, irgendwie haben mich meine Haare die ganze Zeit gestört. Und ich finde, lange Haare muss man immer so lange föhnen und waschen. Und irgendwie waren die mir immer im Weg. Es hat mich furchtbar gestört. Und ja, deshalb sind sie abgekommen. Außerdem war ich seit 3 Jahren nicht mehr beim Friseur, weil ich einfach keine Zeit hatte und dachte mir, jetzt nehme ich mir die Zeit. Es muss sein. Und ich fühle mich wirklich pudelwohl mit den Haaren. Es gefällt mir sehr gut. Ich kann die gerade tragen. Ich kann die so ein bisschen lockig tragen und mag das alles sehr gerne. Genau. Und jetzt quatsche ich nicht mehr, sondern esse mein Frühstück und häkle mein Hexagon. Meinem Hexagon von gestern jetzt fertig. So sieht es aus. Mega schöne Farben. Und ich war sogar so mutig und habe versucht, die mal zusammen zu häkeln. Und mir haben einige von euch schon geschrieben, dass es nicht so einfach ist. Und das ist auch wirklich nicht. Hier ist so dieser Rand, wo man es zusammen häkelt. Hier der ist im Endeffekt der gleiche wie der Außenring von dem Hexagon. Das ist jetzt nicht so das Ding. Aber dieses Zusammenhäkeln ist halt wirklich so die Krux. Mal schauen, wie das so weiterläuft. Aber das werde ich auf jeden Fall wieder aufribbeln müssen. Denn ganz unten in der Anleitung ist so ein Chart, wie man die einzelnen Tage zusammenhäkeln soll. Und ich habe die halt völlig falsch rum. Also ich hätte die theoretisch so, also mit der, also das ist jetzt die Rückseite, aber so. Und das zweite hätte hier dran gemusst. Ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, deswegen werde ich es auf jeden Fall nochmal aufribbeln, was der Sache auch nichts abtut, denn ja, hier sieht es auch noch nicht so schön aus mit dem Übergang. Aber ich bin gespannt, wie ich das am Ende hinkriege. Ich denke, da wird man sich noch so ein bisschen durchwursteln müssen, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Deswegen packe ich mich hier mal in Sophie-Shawl und werde jetzt mal ein bisschen an dem weiter stricken. Ich kann es gerade kaum fassen, was ich entdeckt habe, und zwar ist eine neue Staffel Outlander online. Und ich freue mich so, so sehr. Ich werde direkt mal reinschnuppern. So, meine Lieben, ich bin fertig mit dem Sophie-Shawl. Mir sind so ungefähr 20 Gramm übrig geblieben, würde ich mal schätzen. Ich weiß nicht, wo die Waage ist, deswegen kann ich das leider nicht nachvollziehen. Der Schal ist ungefähr, Dankeschön Cleo, ungefähr auf beiden Seiten gleich geworden, also nicht komplett. Da wird mal eine Abnahme oder eine Zunahme früher oder später gewesen sein. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, irgendwann langweilt allen dieses Muster so, so sehr. Weil ihr macht ja die ganze Zeit nur das Gleiche. Es sind ja wirklich nur rechte Maschen. Alle paar Reihen macht ihr ja die Zunahmen und dann auch die Abnahmen. Dann bei der anderen Runde und ja, irgendwann sitze ich da und denke so, war das jetzt die zweite, dritte? Ich weiß es nicht. Dann habe ich einfach mal die Abnahme gemacht oder die Zunahme und von daher finde ich das aber auch gar nicht mal so schlimm, weil dieses Ding ist so riesig, dass man das ja so im Gesamten gar nicht sehen wird. Ich habe am Ende deutlich mehr Maschen gehabt, als es in der
Anleitung vorgesehen war. Ich glaube, so ungefähr 10 oder so. Aber ich wollte einfach die Knäule so gut es geht aufbrauchen. Das ist ja das Svensk 3 Tulgarn. Und ja, ihr seht, das Ding ist XXL. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten hier schnüren soll. Vielleicht so. Ja, ich glaube so. Dann hat man hier so Weihnachtsmannzipfel oder so Zwergenzipfel. Ich finde ihn echt schön und ja, das Garn ist wirklich sehr kratzig. Also wer das nicht mag, dann solltet ihr auf jeden Fall Abstand davon nehmen. Aber ihr wisst, ich mag das sehr gerne und vor allem, das wird muckelig warm sein. Und diese Farbe ist einfach revolutionär. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen was mehr von dem Garn ausprobieren, weil, das habe ich euch schon häufiger gesagt, es ist zwar einfach nur rot, aber wenn man so guckt, ist das wie so rot meliert mit Kleohaaren noch drauf. Seht ihr, das schimmert so ein bisschen schwärzlich, weil das halt ganz anders gefärbt wird. Und ich finde es klasse. Also ich werde da noch einiges mehr mit stricken, aber mit dem Ding bin ich super zufrieden. Und ich hoffe, dass ich jetzt irgendwo die passende Jacke dazu finde. Ansonsten, ja, passt der leider nicht zu der Jacke, die ich aktuell trage. Ihr seht, das Chaos ist noch echt. Deswegen zeige ich euch auch nicht die gesamte Wohnung, sondern gleich wirklich nur mein Arbeitszimmer. Weil es gibt aktuell einfach noch nicht richtig was zu zeigen. Und genau. So, jetzt lege ich das einmal zur Seite und drehe mit Cleo eine kleine Runde nochmal, weil wir werden gleich nochmal eine große Runde drehen. Aber, ja, wobei sie dann chillen. Ich guck mal. Ich gehe mit ihr einmal kurz Pipi machen und dann sehen wir uns gleich wieder und räumen meinen Garnschrank ein. Ich heiße euch herzlich willkommen in meinem Arbeitszimmer. Ihr seht, das Chaos ist einfach riesig. Hier wird es nochmal schlimmer. Und nein, es ist nicht alles Wolle. Es sind auch noch viele andere Dinge. Aber ja, einiges davon ist Wolle. Und jetzt muss ich hier ein bisschen Struktur reinbringen. Ich muss mich vor allem auch beeilen, denn der Lampenanschluss ist da ganz oben. Und wir haben keinen Stuhl, keine Leiter oder ähnliches, womit wir da was montieren könnten. Da wird unser Nachbar uns noch von seiner Firma aus eine Leiter mitbringen. Aber ja, so lange lebe ich hier ohne Licht und muss mich hier so irgendwie arrangieren. Und ich schaue jetzt mal, wie ich mich hier organisiere und was ich mache. Denn das ist meine Vitrine. Ich finde die super schön und ich finde, die passt hier perfekt rein. Ich habe hier auch schon so eine kleine Kollektion an Sockengarnresten oder prinzipiell halt Fingering Weight Garn. Da erzähle ich euch gleich nochmal was zu. Aber ich würde mal sagen, wir wurschteln uns hier einmal durch und strukturieren schon mal so ein bisschen die Garne. Und dann kann ich mir im Nachhinein ja noch immer überlegen, ob ich das nicht alles etwas anders haben will oder genauso. Ich musste gerade erstmal schauen, wie ich euch am besten platziere. Ich hoffe, ihr seht ausreichend viel. Aber besser geht es nicht. Ich hoffe, die Kamera steht auch stabil genug. Nicht, dass ich sie wieder einschicken muss. Aber ja, wir fangen jetzt mal hier mit den Letlopi-Garnen an, die ich in letzter Zeit besorgt habe. Und die würde ich jetzt hier einfach mal, ich weiß gar nicht, wie ich das thematisch so ein bisschen machen soll. Von rau bis Fingering Weight oder ich weiß es nicht. Da muss ich einfach mal so ein bisschen schauen. Das ist die Wolle von der Scholle, wo ich ja auch was von Linka Neumann stricken möchte. Also ich glaube, ich werde es jetzt grob einmal anordnen und dann einfach im Nachhinein schauen, wie ich es endgültig mache. Was anderes fällt mir nicht ein. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen mehr Letlopi. Ich glaube, ich fixiere das mal hier oder auch nicht. Wobei, da muss ja auch noch das Alafos Lopi daneben. Dann habe ich ja noch einige Strickbücher. Ich glaube und denke, dass ich die nach ganz unten packe. Gucken wir mal, ob die hochkant passen sie auch. Perfekt. Auch die werde ich wahrscheinlich nochmal hin und her räumen und schauen, wie das alles am besten passt. Ja, wenn ihr irgendeine Special Art habt, sowas anzuordnen oder eure Wolle zu sortieren, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Weil ich weiß es gerade wirklich nicht so ganz. Das Trachtenheft, da gibt es übrigens ein neues in der Wolloase. Da muss ich auf jeden Fall mal mit euch vorbeigehen. Und vielleicht auch mal endlich demnächst was daraus stricken. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ich muss euch auch noch einige Bücher zeigen, die ich so in letzter Zeit besorgt habe und bekommen habe. Da gibt es nämlich einiges. So. Dann noch die dicken hier. Oh.
und hoffen mal, dass das Regal das auch aushält. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn hier so ein bisschen Struktur eingekehrt ist. Der Schrank ist jetzt fertig eingeräumt und so sieht das Ganze aus. Ja, ich muss sagen, zwischendurch war ich mir nicht sicher, ob alles reinpasst, aber es hat alles reingepasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Schrank ist tausendmal besser als dieses Prinzip, wie ich es vorher hatte, irgendwie in 20 verschiedenen Ecken irgendwo Garn versteckt zu haben. Weil so sehe ich auf den ersten Blick, was habe ich, was kann ich als nächstes machen. Natürlich kaufe ich trotzdem gerne Wolle, aber ich finde, so hat man einen viel besseren Überblick und kann einfach deutlich besser planen und hat das halt auch irgendwie auf dem Schirm. Weil manche Sachen habe ich teilweise auch einfach vergessen. Zum Beispiel hatte ich hier für so ein Petit Knit Sweater das Pergint Garn noch gekauft gehabt. Und ja, das wird auf jeden Fall der nächste Pullover sein, den ich stricke. Auch einfach, um hier diese ganze Ecke mal frei zu haben. So eine Pullover-Menge nimmt dann ja auch sehr viel Platz weg. Da hinten habe ich auch noch von Wool and the Gang so ein richtig dickes Chunky Garn, womit ich auch noch so einen Rundschal machen wollte, so Wednesday-Style mäßig. Und auch das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das die ganze Zeit in einem Beutel von Wool and the Gang war. Und von daher ist das auf jeden Fall eine gute Sache, das mal hier so angeordnet zu haben, weil man einfach einen besseren Überblick hat. Genau, und ja, was auch natürlich sehr viel Platz wegnimmt, war meine Moomin-Garn-Eskalation hier. Aber da werde ich ja auch nach und nach mit den Colorwork-Sachen anfangen. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt so viel mehr Zeit habe und ein bisschen zur Ruhe komme und endlich mal auch zwischendurch stricken kann und ja, das einfach genießen kann. So, ansonsten ist hier immer noch Chaos. Aber es lichtet sich, weil das sind schon leere Kartons, das ist hier auch leer. Ich persönlich weiß noch nicht so wirklich, wie ich hier meine Adventskalender-Minis verstauen soll. Ich habe die jetzt erstmal in die Wool and the Gang Tüte gepackt und muss erstmal gucken, wie ich das alles hinkriege. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal so ein paar Kartons hier wegräumen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Chaos hat sich ein bisschen gelichtet, auch wenn es nicht danach aussieht. Und ich bin fertig für heute. Ich habe noch einige Sachen in den Schreibtisch geräumt und einige Kartons hier weggeworfen. Dementsprechend sieht es schon deutlich, deutlich besser aus. Aber ganz ehrlich, wir haben uns auch vorgenommen, wir machen nicht alles auf einmal. Wir machen alles nach und nach. Wir haben alle Zeit der Welt. Und von daher reicht es mir für heute. So, jetzt warte ich noch auf meinen Verlobten, dass er von der Arbeit kommt. Der kommt jetzt leider ein bisschen später. Ich esse jetzt noch mal eine Kleinigkeit und vielleicht gucke ich mal, ob ich heute noch irgendwas ganz Neues anstricke. Irgendwie habe ich da Lust drauf, nachdem ich hier mal den ganzen Garn sortiert habe. Und wenn er da ist, wenn er gegessen hat, machen wir uns nach draußen auf einen Spaziergang. Während ich auf meinen Verlobten warte, habe ich hier noch mal die Stricknadeln ausgepackt. Ihr wisst, ich hasse diese großen Zinknadeln, aber aktuell habe ich einfach keine anderen. Und finde mich dementsprechend damit ab, aber ich möchte die Dustland-Mütze nochmal anschlagen, diesmal für mich, in so einem wunderschönen Türkiston. Auch das ist das Westwool-Garn, ich glaube Tandem heißt die dickere Decay-Variante. Und ich werde es, glaube ich, ich habe gerade schon meinen Kopf auskalkuliert, in der kleinsten Größe machen. Also die mittlere Größe, die passt mir zwar super, aber ich habe es lieber ein bisschen enger, weil die natürlich auch so ein bisschen ausleiert. Und von daher werde ich die jetzt einmal in der kleinen Variante anschlagen. Parallel dazu höre ich mir weiter das 5. Bridgerton-Buch an, denn aktuell bin ich total süchtig nach diesen Büchern. Und auch das 5. fängt schon mal richtig super an und heute Morgen habe ich ein bisschen reingehört. Und ja, beim Aufräumen gerade auch. Und jetzt höre ich es weiter. Now it's all the same.
Morgen, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es regnet in Strömen, die Berge sind nicht zu sehen. Und es ist genau das richtige Wetter, um einfach auf der Couch zu sitzen, sich einzumuckeln, Tee zu trinken und selbstverständlich zu stricken. Ich habe es mir hier schon mit meiner Tasse Tee, meinem Frühstück und meinem Strickzeug auf der Couch gemütlich gemacht. Aktuell trinke ich den heißen Hugo von Teekanne. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr von dem erwartet. Der ist okay, aber jetzt nicht umwerfend. Also der hätte ein bisschen intensiver sein können, finde ich. Und ich mag es halt auch nicht, wenn man irgendwie für eine Tasse Tee irgendwie drei Beutel reinwerfen muss, damit er überhaupt nach irgendwas schmeckt. Also da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ansonsten, gestern hatten wir noch einen wunderschönen Tag. Mein Verlobter kam ziemlich spät, weswegen wir gar nicht mehr so viel Zeit hatten, um draußen spazieren zu gehen, weil es ziemlich früh dunkel wird hier. Aber wir haben ungefähr so den halben Weg bis zum Königssee geschafft. Es gibt hier nämlich so einen richtig schönen Weg, wo man von der Stadt bis zum Königssee durchgehen kann. Und jetzt natürlich alles so ein bisschen grau und trist und farbenlos. Aber ich glaube, wenn das alles so schön bewachsen ist, ist das ein wunderschöner Weg, weil man halt auch von jeder Seite die Berge sieht und es ist einfach toll. Es ist so, so toll. Also ich genieße es wirklich, hier zu sein. Es wird eine revolutionäre Zeit. Und von daher freue ich mich da sehr drauf. Ich habe gestern noch ein bisschen was an meiner Dustlin-Mütze weitergemacht. Das Bündchen habe ich fertig und die ersten zwei Reihen von dem Muster. So sieht das alles bis jetzt aus. Die Farbe finde ich super schön. Ich gucke gerade, aber nee, die wird nicht zu eng. Ihr wisst, ich hasse die Nadeln. Ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Das nervt mich jetzt schon, damit zu stricken. Aber mir bleibt jetzt gerade nichts anderes übrig. Ich habe auch keine Rundstricknadel mehr übrig, um damit weiterzumachen. Von daher, ja, ist es, wie es ist. An der werde ich auf jeden Fall heute nochmal weiterarbeiten, weil die lässt sich ja relativ schnell runterstricken. Vor allem jetzt mit der Maschenanzahl von der kleinsten Größe geht es noch deutlich schneller als bei der Mütze für meinen Verlobten. Und genau, so viel dazu. Wir waren dann gestern Abend noch kurz in Salzburg, haben dort ein paar Sachen erledigt. Unterwegs haben wir dann noch bei Aldi eingekauft. Hier gibt es ja Aldi Süd und ich liebe Aldi Süd. Als ich in Essen gewohnt habe, war es so, dass wir in Essen noch Aldi Nord hatten und ab Mülheim war schon Aldi Süd. Und bis nach Mülheim hatten wir halt wirklich keine lange Strecke. Und ich finde, Aldi Süd hat nochmal ganz andere Sachen. Natürlich so ein generelles Sortiment ist gleich. Aber trotzdem haben die andere Sachen. Und ich finde das super, dass wir hier Aldi Süd haben. Genau, deswegen haben wir auf dem Rückweg noch bei Aldi Süd eingekauft. Da werde ich heute noch was Leckeres kochen. Und ansonsten war es das so zu unserem gestrigen Tag. Ich mache mich jetzt an mein Frühstück zuerst und dann an meine Mütze. Ich bin um einiges weitergekommen mit meiner Mütze. Ich habe hier ein Muster schon komplett fertig und kann jetzt zum nächsten übergehen. Ich habe auch schon die Zunahmen gemacht. Es sieht wirklich sehr gut aus. Ich weiß noch immer nicht so ganz, was ich von diesem Garn halten soll. Das ist so eine Mischung aus etwas weichem, aber auch rauem. Also es ist schwierig zu beschreiben. Ich finde, wenn man es anfasst, kann man fast so das Gefühl kriegen, dass es ein Plastikgarn ist, also irgendwie so ein Acrylgarn oder ähnliches. Ist es aber nicht, weil das Westwool Tandem Garn ist ja irgendwie 100% südamerikanische Wolle. Aber irgendwie dieses Feeling davon gefällt mir nicht sehr gut. Die Farbe finde ich sehr gut, sehr schön. Aber irgendwie, mein Verlobter mag es total gerne, auch vom Tragegefühl und allem. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halte. Ich weiß nicht, habt ihr Erfahrungen mit dem Westwool Tandem Garn? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Ich habe ja auch noch das dünnere Garn davon, mit dem ich die Dustlin Mittens stricken möchte. Und von daher, das wird alles super zusammenpassen, weil es genau die gleichen Färbungen sind. Also vom Feeling her wird es auf jeden Fall nicht mein favorisiertes Garn sein, also oder eins meiner favorisierten. Aber es wird mich wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Plus, ich muss euch dazu sagen, die Maschenmarkierer.
Diese Maschenmarkierer sind ja die Chakra-Maschenmarkierer von Knit Pro. Und ich habe die noch nicht viel verwendet. Und ich habe die irgendwie in so einer kleinen Box gebunkert. Teilweise habe ich die aber auch in diesen kleinen Säckchen verstaut. Und die sind schon so ein bisschen überzogen, also dunkel überzogen. Das finde ich mega schade, weil die ja auch nicht gerade billig waren. Und ich eigentlich von Knit Pro erwarte, dass sowas halt wirklich ewig hält. Und es liegt auch nicht daran, dass ich die zu häufig verwende, weil teilweise habe ich die gar nicht benutzt, weil es halt sehr große sind und ich halt in letzter Zeit nicht so große Projekte gestrickt habe. Und dass die jetzt schon so ein bisschen überzogen sind, finde ich sehr schade. Also, falls ihr Interesse an diesen Maschenmarkierern habt und sagt, die sehen ganz nett aus, vielleicht will ich sie auch kaufen, behaltet das im Hinterkopf. Ja, so viel dazu. Es ist hier übrigens ein bisschen lauter, wundert euch nicht, weil unsere großen Fenster nicht richtig zugehen. Aber die Handwerker, die sich um die Fenster kümmern, die haben halt total viele Termine und kommen, glaube ich, erst Ende des Monats oder so. Und deswegen, ja, ist da jetzt so eine Ecke, die da offen ist oben, aber... Das ist halt so, wenn man umzieht, was Neues kauft und da muss man erstmal so ein bisschen Strukturen alles reinbringen und ja, Dinge optimieren, reparieren. Aber ansonsten muss ich sagen, in der Wohnung müssen wir praktisch gar nichts machen, bis auf die Küche aufbauen. Aber so renovierungstechnisch sind wir komplett raus und das finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, das sind wirklich nur so Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Fenster ist auch nicht kaputt, sondern es muss einfach nochmal anders eingestellt werden. Weil, wie gesagt, die schließen halt nicht richtig oben, unten schon. Also wird es wahrscheinlich ein Einstellungsproblem sein. Aber ansonsten müssen wir hier nichts renovieren. Finde ich richtig klasse. Genau, und ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch heute mit diesem Video. Viel mehr habe ich nicht zu berichten, zu erzählen. Ich werde heute einfach nur meine Dustland-Mütze weiter stricken und nichts Besonderes machen. Ich werde Outlander weiter gucken. War auch die neue Staffel, ist richtig klasse. Ich bin so begeistert von dieser Serie. Also wer die von euch noch nicht geschaut hat, schaut auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns Donnerstag wieder. Macht's gut!